Ja, danke schön, Frau Wagner, für die Einladung hier ins schöne Langenfeld bei herrlichem Wetter. Genau in der Zeit, wo es auch ein bisschen darum geht, was mache ich denn im nächsten Jahr mit meinem Garten? Dafür gibt es jetzt ein paar Anregungen, nicht nur für diejenigen von Ihnen, die einen kleinen Garten haben. Ich hoffe, dass jede und jeder von Ihnen da was mitnehmen kann heute. Kleiner Garten naturnah, der Vortrag hat drei Teile. Im ersten Teil möchte ich mich nochmal damit beschäftigen, welche Eigenschaften Gärten haben, sollten, können, wenn wir in ihnen die biologische Vielfalt fördern wollen, zusätzlich zu den anderen Dingen, die wir sowieso immer schon im Garten machen wollten. Dann ist der kleine Garten natürlich erstmal klein und es gibt viele Möglichkeiten, ihn groß zu machen. Also groß aussehen zu lassen, viel in ihm zu erleben im kleinen Garten. Das möchte ich dann im zweiten Teil darstellen. Und im dritten Teil geht es dann um das Gestalten mit Pflanzen. Mit welche einheimischen Wildpflanzen eignen sich besonders auch für kleine Flächen? Und das gilt dann genauso auch für Balkone oder halt Vorgärten, andere kleine Flächen. Aber erstmal möchte ich mit Ihnen über die Frage nachdenken, wodurch wird eigentlich ein Garten schön? Was zeichnet einen schönen Garten aus? Was zeichnet eine schöne Landschaft aus? Und ich habe einen Vorschlag für eine Antwort auf diese Frage und das ist, dass ein schöner Garten sich auszeichnet durch ein ausgewogenes Verhältnis von Geborgenheit und Weite. Das gilt nicht nur für Gärten, das gilt eben auch für Parks. Die englischen Landschaftsparks sind da auch ganz typisch. Da gibt es große Bäume, unter denen man lagern kann, aber auch immer diesen weiten Blick. Das sind Landschaftstypen, die uns gefallen und im Grunde genommen hat jeder Garten die Elemente solch einer halboffenen Landschaft. Diese halboffenen Landschaften oder Lebensräume, die kennen wir ja aus der freien Landschaft von beweideten Flächen. Hutungen werden diese Flächen auch genannt. Und ich finde es besonders schön, dass in Norddeutschland diese Hutungslandschaften manchmal Paradies genannt werden. Also das ist ein Beispiel dafür, wie sehr uns diese halboffenen Landschaftstypen gefallen. Und die zeichnen sich ja aus durch eine gute Mischung quasi aus allem. Aus Gehölzen, aus freistehenden Bäumen, aus Sträuchern, aus Krautsäumen, aus Wiesen und auch kurzrasigen Flächen. Also von allem etwas. Und das ist ja auch das, was wir in unseren Garten bringen wollen. Von allem etwas. Und da fragt man sich natürlich, woran liegt es, dass den meisten Menschen diese gute Mischung aus allem so gut gefällt? Und da habe ich auch einen Vorschlag für eine Antwort auf diese Frage, dass nämlich das menschliche Gehirn in den Savannen Afrikas entstanden ist. Wir als Menschenart sind in den Savannen Afrikas entstanden und ich glaube, das sind einfach die Strukturen, in denen wir uns gut orientieren können. Und dass wir zum Beispiel so eine intensive Beziehung zu Bäumen aufbauen können, dass uns Bäume beinahe wie Persönlichkeiten erscheinen, könnte meiner Meinung nach daran liegen, dass eben wir als Menschenart daran angepasst sind, in einer Landschaft, wo es viele freistehende Bäume gibt, dass wir uns darin orientieren, dass wir also sehen, dieser Baum, der sieht so aus und dieser Baum, der sieht so aus und wenn ich von A nach B kommen will, dann muss ich erst zu diesem Baum gehen und dann zu diesem Baum und dann vielleicht zu so einem markanten Felsen. Da können wir uns gut orientieren. Wenn wir aus einem dichten Wald auf das freie Feld treten, dann atmen die meisten Menschen durch. Und wenn wir in einer Landschaft sind, wo es kaum Bäume gibt und dann steht in der Ferne ein Baum, dann hat das eine große Anziehungskraft. Dann möchten wir gerne zu diesem Baum gehen und unter ihm mal lagern, den Schatten genießen. Also diese gute Mischung aus allem. Und der springende Punkt ist jetzt,
wenn uns diese gute Mischung aus allem gefällt, und das bringen wir in unsere Gärten, also Bäume, Sträucher, Kräuter, Rasenflächen, Wiesenflächen, dass dieser Landschaftstyp bei uns in Mitteleuropa ganz besonders artenreich ist. Als Beispiel habe ich Ihnen hier den Kaisermantel mitgebracht. Der Kaisermantel ist ein Schmetterling, der legt seine Eier an die Rinde grobborkiger Bäume. Und die kleinen Larven, die schlüpfen dann erstmal und überwintern erstmal in dieser Borke. Und im Frühjahr kriechen sie dann nach unten und fangen an den Veilchen zu fressen. Also Kaisermäntel kann ich nur ernten, wenn ich Veilchen habe. Und die Falter, die fliegen dann aber an den Waldrand. Die Veilchen, die sind ja, wachsen ja meistens in eher schattigen oder halbschattigen Situationen. Die Falter fliegen dann an den Waldrand und sind eben zum Beispiel an dem Liguster zu finden, den Sie hier sehen, aber auch sehr gerne an Wasserdost. Das heißt, dieser Falter braucht die Bäume, er braucht schattige Bereiche und er braucht sonnige Bereiche. Und das gilt für ganz viele von unseren Insekten, dass sie eben auch die gute Mischung aus allem brauchen. Und da fällt das dann ineinander. Was uns gut gefällt, das ist von den grundsätzlichen Strukturen her auch gut für unsere Natur. Nochmal ein Beispiel aus einer Untersuchung so solcher halboffenen Hutungslandschaften in Süddeutschland. Da sehen Sie, dass der Schwerpunkt der Pflanzen bei den Zahlen, also der Höhe, die Höhe des Balkens, zeigt an, wie viele Arten es bei dieser Zahl gibt. Und die Zahl zeigt an den Lichteinfall an dem Standort, wo die Pflanze vorkommt. Und Sie sehen, die meisten Arten kommen bei einem Lichteinfall von 7 bis 8 vor. Das sind halbschattige bis sonnige Standorte, wo es hin und wieder ein bisschen Schatten gibt. 9 ist dann volle Sonne. Und wenn wir dann betrachten, das sind die gelben Balken, die roten Balken, das sind dann die gefährdeten Arten in diesen naturschutzfachlich besonders wertvollen Landschaften in Süddeutschland. Und da sehen Sie, bei den gefährdeten Arten verschiebt sich das noch weiter in den sonnigen Bereich. Unser Problem, was wir haben mit dem Schwund der Biodiversität, das ist, dieses Problem haben wir hauptsächlich in den offenen Landschaften, in den offenen und halboffenen Landschaften, nicht so sehr im Wald. Da gehen die Arten viel weniger zurück, sie gehen auch ein bisschen zurück, aber viel weniger als in der freien Landschaft. Und da fällt es wieder zusammen. Also uns gefallen diese halboffenen Situationen so besonders gut, da ist die Biodiversität besonders hoch und da ist die Biodiversität auch besonders stark gefährdet. Und eine weitere interessante Information in diesem Zusammenhang ist, dass 80% der endemischen Arten, also der Arten, die nur bei uns vorkommen, nur in Europa vorkommen, sind Arten der Offenlandökosysteme. Also da sind die Arten erstens gefährdet und zweitens besonders wertvoll, weil es die nur dort gibt. Und im Grunde genommen hat jeder Garten genau diese Strukturen. Selbst solche sehr formalen Gärten, das Bild links oben ist der Nachbau eines persischen Gartens und rechts unten ist in Lugano so ein modernes Gebäude. Aber selbst da finden wir krautige Flächen, Stauden, wir finden Gehölze, wir finden Rasenflächen, in dem persischen Garten ist das dann eine Wasserfläche, also eine ebene, ruhige Fläche. Aber Sie werden mir zustimmen, biodiversitätsmäßig ist da noch gewaltig Luft nach oben. Und im naturnahen Garten nehmen wir eben jetzt dieses Potenzial, wir machen das, was Gärtnerinnen und Gärtner immer gemacht haben, aber wir legen die Gärten in einer Art und Weise an, dass wir dieses Potenzial für die Förderung der Biodiversität, für die Förderung der biologischen Vielfalt besonders nutzen. Das heißt, wir bieten jetzt nicht nur die Strukturen, sondern wir versuchen tatsächlich die Qualitäten, die Eigenschaften der besonders artenreichen halboffenen Landschaften zu bieten in unseren Gärten. Und wie machen wir das?
Naturnahe, biodiversitätsfördernde Gärten haben drei Haupteigenschaften. Die erste Haupteigenschaft ist, dass wir einheimische Wildpflanzen verwenden. Warum, werde ich gleich noch mal kurz erläutern. Dann, dass wir aus allem, aber wirklich aus allem versuchen, einen Lebensraum zu machen. Also auch aus Flächen, die normalerweise nicht begrünt werden, weil sie bestimmten Funktionen dienen, also Dächer, Wände, Zäune, Mauern, Wege, Plätze, alles können wir auch begrünen, naturnah begrünen und als Lebensraum anlegen. Und dann wollen wir natürlich, dass die ganzen Tiere, die biologische Vielfalt, die wir jetzt durch diese besondere Gestaltung in den Garten eingeladen haben, dass wir die durch unsere Pflege nicht wieder schädigen. Das heißt, wir versuchen auch die Pflege des Gartens so durchzuführen, dass wir die biologische Vielfalt möglichst wenig schädigen, beziehungsweise in manchen Fällen ist das möglich, auch besonders gut fördern. Zuerst jetzt nochmal die Frage, warum einheimische Wildpflanzen? Einheimische Wildpflanzen zeigen wesentlich mehr Abhängigkeiten, also unsere einheimischen Insektenarten sind von unseren einheimischen Gehölzarten zum Beispiel, von unseren einheimischen Wildpflanzenarten abhängig. Und von einer einheimischen Wildpflanze leben wesentlich mehr Insektenarten als von einer exotischen Art. Wenn Sie eine Saalweide pflanzen, dann schaffen Sie den Lebensraum potenziell von 213 Insektenarten, die auf Saalweiden angewiesen sind. Das hier ist ein Vergleich von Sträuchern, einheimischen Wildsträuchern und verwandten Exoten. Und zwar dahingehend, also auf die Frage, wie viele Vogelarten fressen die Früchte dieser Sträucher. Und Sie sehen, das ist kein Schwarz-Weiß-Bild, das ist eine Abstufung. Aber es ist immer so, dass die einheimische Wildart, das sind die linken Sträucher, dass die von wesentlich mehr Vogelarten genutzt wird als die exotischen Arten. Und da ist natürlich die Frage, woran liegt das? Und da hilft uns als erstes das Rotkehlchen. Das Rotkehlchen frisst besonders gerne die Früchte des Pfaffenhütchens. Deshalb wird das Pfaffenhütchen in Süddeutschland auch gerne Rotkehlchenbrot genannt. Und Sie wissen vielleicht, dass das Pfaffenhütchen ziemlich giftig ist. Es ist eine von den vier Pflanzenarten, die auf Kinderspielplätzen geradezu verboten sind, weil diese Pflanze eben so giftig ist. Und da ist jetzt die Frage, warum mag das Rotkehlchen denn diese hochgradig giftige Pflanze? Die Antwort ist, das Rotkehlchen hat ein Entgiftungssystem für die problematischen Inhaltsstoffe des Pfaffenhütchens, was wir als Menschen nicht haben. Wir haben dafür ein Entgiftungssystem zum Beispiel für die Schwefelverbindungen in Zwiebeln und Knoblauch. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wenn Sie einen Hund haben, wenn Sie einem Hund die Reste vom Gulasch geben, wo ganz viele Zwiebeln drin sind, dann kann der Hund daran sterben, weil diese Schwefelverbindungen hämolytisch wirken. Also dafür sorgen, dass die Blutkörperchen von Säugetieren platzen. Es sei denn, das Säugetier hat, wie wir, ein Entgiftungssystem für diese Schwefelverbindungen. Und so hat jedes Tier, wir sind ja im Grunde genommen auch nichts anderes als ein Säugetier, Entgiftungssysteme für verschiedene Nahrungen, die es dann nutzen kann. Und manchmal ist das so eng, dass das tatsächlich eine Abhängigkeit ist, dass also sich die Tiere nur von bestimmten Pflanzen ernähren. Ein schönes Beispiel für diese Beziehung ist die Magerwiesenmargerite. Die Magerwiesenmargerite kennen Sie aus Blumenwiesen, auch Blumenkräuterrasen, da kann man sie in die Gärten bringen. In schönen, artenreichen Wiesen kommt sie auch noch in der freien Landschaft vor. Und die Magerwiesenmargerite ist also bei uns eine wertgebende Art. Wir freuen uns, wenn wir Magerwiesenmargeriten in unserem Garten haben oder in der Landschaft sehen. Und in den USA und in Kanada, aber auch in Australien, kriegen die Leute eine Gänsehaut, wenn sie Magerwiesenmargeriten sehen, weil die Magerwiesenmargeriten da invasiv sind. Also ganze Flächen überrennen und dann wachsen da nur noch Magerwiesenmargeriten.
Woran liegt das? Das liegt daran, dass es bei uns ganz viele Arten gibt, die Magerwiesen-Margeriten fressen. Und in Kanada gibt es wesentlich weniger, nämlich ungefähr 10% der Artenzahl, also 4 Arten verglichen mit 41 Arten, fressen da, können Magerwiesen-Margeriten fressen. Und das gilt sogar für Pilze. Also auch bei uns gibt es mehr Pilzarten, die die Magerwiesen-Margeriten befallen und die letztendlich dafür sorgen, dass diese Magerwiesen-Margerite in ihrer ökologischen Nische bleibt, also sich nicht massiv ausbreitet und ganze Landschaften überwächst. Und der Grund dafür sind die Inhaltsstoffe, die die Magerwiesen-Margerite hat. Die sorgen nämlich dafür, dass Tiere, die an ihr fressen, wenn sie kein Entgiftungssystem haben, dass diese Tiere empfindlich gegenüber UV-Licht werden. Die kriegen also einen schrecklichen Sonnenbrand und sterben. Aber bei uns, wo Magerwiesen-Margerite und Insekten gemeinsam während der Koevolution entstanden sind, haben etliche Tiere Entgiftungssysteme für die Inhaltsstoffe der Magerwiesen-Margerite entwickelt. Und diese Koevolution, die führt eben zu diesem Schlüssel- und Schlossprinzip, was zu der Abhängigkeit unserer Tiere von den einheimischen Wildpflanzen führt und eben auch dazu, dass ich dann Tiere pflanzen kann. Weil wenn die Tiere abhängig sind von einer bestimmten Art, dann können sie in den Garten kommen, wenn ich diese Pflanzenart in den Garten bringe. Und das kann man nicht schnell nachmachen. Man kann nicht hoffen, dass diese Abhängigkeiten bei den Gartenpflanzen, die wir jetzt haben, die vielleicht seit 100, 200, 300 Jahren in Europa wachsen, dass die dann auch entstehen. Weil diese Evolution braucht Hunderttausende bis Jahrmillionen von Jahren. Diese schöne Grafik stellt die Entwicklungszeit dar, die die Tagfalterarten Europas gebraucht haben. Und ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. In der Mitte sind es 100 Millionen Jahre. Und Sie sehen also, dass die meisten Schmetterlingsarten in den letzten 20 Millionen Jahren entstanden sind. Das ist die Zeit, die Evolution braucht, um Arten entstehen zu lassen. Und das sind auch die Zeiträume, in denen diese Abhängigkeiten entstehen. Und das ist dann der Grund, warum einheimische Wildpflanzen von wesentlich mehr Tierarten genutzt werden als die Exoten. Und die Sache mit den invasiven Neophyten ist quasi die andere Seite dieser Medaille. Wenn eine Pflanze von weniger Tierarten genutzt wird, dann ist ihre ökologische Nische plötzlich riesig groß und sie kann die anderen Pflanzen verdrängen. Und da habe ich natürlich mal geguckt, was ist denn die älteste Schmetterlingsart, die so bei uns herumflattert. Und das ist der Schlüsselblumenwürfelfalter, den es seit 95 Millionen Jahren gibt. Und vielleicht zur Erinnerung, die Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Das war ja das letzte große Artensterben vor 65 Millionen Jahren. Und da gab es den Schlüsselblumenwürfelfalter schon. Das ist der lange Atem der Evolution. Und das führt dann eben dazu, dass Fledermäuse besonders lange um einheimische Baumarten herumflattern, weil dort mehr Insektenarten auf diesen einheimischen Baumarten leben können. Und das ist ein interessanter Effekt, dass da, wo es mehr Arten gibt, es offensichtlich auch mehr zu futtern gibt. Es könnte ja von den 4 Arten auf der Kastanie auch ganz viel Biomasse geben, ganz viel Futter. Dann würden die Fledermäuse da auch ganz lange drumherum fliegen. Je höher der Balken ist, desto länger ist die Breitflügelfledermaus um diese jeweiligen Bäume herumgeflogen. Aber das ist ein Befund, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder finden, dass da, wo die biologische Vielfalt größer ist, wo es mehr Arten gibt, dass es da auch einfach mehr Biomasse gibt, mehr zu futtern, weil die Ressourcen von den verschiedenen Arten besser ausgenutzt werden können. Gut.
Das sind so die Grundprinzipien des naturnahen Gartens, des biodiversitätsfördernden Gärtnerns. Und wie bringen wir jetzt Geborgenheit und Weite und die Eichen und die Birken und so weiter in kleine Gärten? Wie schaffen wir das? Das ist so der deutsche Normalgarten, Terrasse, Rasen, irgendwas an der Grenze. So ein Garten sieht immer klein aus. Egal, ob der jetzt 30 Quadratmeter, 300 oder 3000 Quadratmeter groß ist. Ich habe wirklich mal einen Garten gesehen, der nach diesem Prinzip, ich nenne das Rasen mit Borte, angelegt worden ist. Also nur eine Rasenfläche und am Rand eine Hecke. Und der sah total klein aus. Und woran liegt das? Der Blick geht über die Rasenfläche und bleibt als erstes an der Grenze hängen. Das heißt, das Einzige, was ich von so einem Garten sehe, ist, dass er eine Grenze hat, dass er klein ist. Das heißt, irgendwie müssen wir das anders machen, damit dieser Garten erstmal mehr die Biodiversität fördert und dann, damit er nicht so klein wirkt. Und da gibt es so verschiedene Tricks und die möchte ich jetzt vorstellen. Der erste ist, ich suche mir die Schöne der beiden Diagonalen. Die meisten Gärten sind ja mehr oder weniger rechteckig und die Diagonale ist immer länger als die Seiten. Und dann schaue ich, welche Diagonale vom Hauptplatz, das ist meistens die Terrasse vom Wohnzimmer, welche der beiden Diagonalen hat denn einen besonders schönen Blick? Ja, wo sehe ich was Interessantes, vielleicht jetzt schon, auf der anderen Seite des Gartenzauns? Oder wo sehe ich was, was mir nicht so gut gefällt, ein nahestehendes Nachbarhaus mit einem Fenster oder so? Dann suche ich mir die andere Diagonale. Das ist jetzt mal ein Beispiel für die Betonung von Diagonalen. Das ist ein Garten, der bestand eigentlich nur aus einem breiten Streifen ums Haus rum und in die Ecke vom Haus abgewandt, da ist die längste Diagonale, da haben wir dann den Sitzplatz hingesetzt. Also es muss nicht immer organisch geschwungen sein, man kann sowas auch mit deutlichen Formen machen, aber geschwungene Linien haben natürlich auch den Vorteil, weil sie sind nochmal länger als eine gerade Diagonale. Das ist der Vorteil der geschwungenen Linien. Das hat übrigens auch biodiversitätsmäßig einen Vorteil, einen Garten mit organischen Formen, mit geschwungenen Linien anzulegen, weil biologische Vielfalt findet oft an Grenzlinien statt. Also an sogenannten Ekotonen, wo zwei verschiedenartige Lebensräume ineinander übergehen, weil die Tiere dann auch mal wechseln können. Wenn es ihnen zu heiß wird, dann können sie in die Trockenmauer sich zurückziehen oder in die Hecke. Und wenn diese Grenzlinien besonders lang sind, dann wird der Garten nicht nur schöner, sondern er wird auch vielfältiger. Hier ein Beispiel für so einen kleinen Garten, der von verschiedenen geschwungenen Linien durchzogen ist. Eine Situation, wo es großen Sinn macht, mit geschwungenen Linien oder zumindest mit Verschwenkungen zu arbeiten, das ist der Vorgarten. Da finde ich es eine wichtige Frage, ob ich, wenn ich aus der Haustür trete, eigentlich auf der Straße sein möchte oder in meinem Garten. Wenn es diesen direkten Weg gibt, von der Haustür direkt auf die Straße, dann bin ich sofort auf der Straße, weil es gibt eine direkte Blickbeziehung zwischen Haustür und Straße, sobald ich aus der Haustür hinaustrete. Das ist von manchen Menschen gewünscht, von anderen aber auch nicht. Und wenn ich vor der Haustür nicht auf der Straße sein möchte, also nicht im öffentlichen Raum, sondern lieber noch in meinem eigenen Garten, dann macht es Sinn, den Weg von der Haustür ein bisschen zu verschwenken, sodass der Blick von der Haustür auf eine Pflanzung geht. Man kann damit auch ein bisschen Wegefläche in der Regel sparen, weil es macht dann Sinn, diesen Weg auf die Garageneinfahrt zu verschwenken und dann wirkt die Garageneinfahrt auch nicht mehr so massiv. Also dann ist die Garageneinfahrt auch ein Teil des die Gäste willkommen heißenden Weges zur Haustür und man hat nicht dieses technische Konstrukt Garageneinfahrt und irgendwo dann noch
einen Weg zur Haustür. Also geschwungene Linien sind auch im Vorgarten, in kleinen Vorgärten, wirklich sehr günstig. Und eine Linie, eine Wegebeziehung zum Beispiel, wird umso länger, je länger ich brauche, um da entlang zu gehen. Und ein weiterer Trick, um den Garten größer zu machen, ist, wenn ich diesen Weg nicht einfach zu gehen anlege, sondern eher schwierig. Das nenne ich Achtsamkeitswege. Also der perfekte Achtsamkeitsweg ist der Weg durchs Wasser. Da muss ich nun wirklich genau hingucken, wo ich hintrete und kann nicht einfach so, wie soll ich sagen, blind von A nach B gehen. Man kann eben auch die Platten unregelmäßig anordnen, vielleicht nicht im perfekten Schrittmaß, ein bisschen über dem Gelände hinausgehoben. Hundertwasser hat solche Wege auch angelegt. Der hat bewusst die Wege uneben angelegt, damit die Menschen sich auf das Gehen konzentrieren. Achtsam gehen, langsam gehen, dann wird der Garten größer. Ja, und dann das Patentrezept gegen den Rasen mit Borte, wo ich immer nur die Grenze sehe, ist natürlich, dass im Garten das Interessante passiert. Dass es etwas gibt, was den Blick im Garten hält. Und das sollte für jede Fläche das sein, was Ihnen am allerbesten gefällt. Jeder von uns hat ja so einen Wunsch. Was möchte ich denn im Garten auf jeden Fall sehen? Was möchte ich sehen, wenn ich aus dem Wohnzimmerfenster hinausschaue? Ist das der Teich? Ist das ein Trockenstandort? Ist das ein Baum? Was auch immer, das sollte das Zentrum der Gestaltung darstellen. Ja, und jetzt gibt es einige Gartenansichten von einem Garten, der nie angelegt worden ist, weil mein Mann mal einige Jahre in München gelebt hat und in einer sehr kleinen Wohnung mit einem 30 Quadratmeter Garten. Und dann habe ich ihm seinen Garten geplant und dann hat er eine Stelle in Bonn gefunden und ist wieder zurückgezogen. Das fand ich natürlich sehr schön, aber deshalb sind diese Gartenkonzepte nicht umgesetzt worden. Das ist so eine kleine Fingerübung, wo ich mal zeigen kann, was denn alles so im Zentrum eines Minigartens geplant werden kann und wie verschieden das sein kann. Also so eine Art Kräuterspirale oder ein formaler Teich oder ja, ein Teich, der noch ein bisschen formaler ist. Das ist übrigens das, was mein Mann sich ausgewählt hat. So ein bisschen Isarufer mit Lebensraumholz und Steinen und ein bisschen Wasser. Das könnte man auch noch viel strenger machen. Ja, und was da dieser Garten, der Vorteil, den dieser Garten hatte, dass in der Nähe so ein ganz hübscher Fahrradschuppen war. Und das ist etwas, was auch immer sehr sinnvoll ist, zu suchen, was kann ich denn aus der Umgebung in den Garten quasi an? Wo kann ich Blickbeziehungen schaffen auf etwas Schönes, was über die Grenze hinausgeht? Auch dann wird die Grenze des Gartens weniger wichtig, wenn ich eine Blickbeziehung über die Grenze hinaus schaffe. Das habe ich jetzt so verdeutlicht. Ich brauche natürlich Sichtschutz. Und gerade im kleinen Garten ist es sinnvoll, den Sichtschutz jetzt nicht an der Grenze des Gartens zu machen, weil dann betone ich ja die Grenze des Gartens und das will ich ja gerade nicht. Ich will ja nicht sehen, dass der Garten eine kleine Fläche hat, sondern den Sichtschutz direkt an den zu schützenden Platz rücke. Also das ist meistens die Terrasse und vielleicht auch noch ein zweiter Sitzplatz weiter hinten am Ende der Diagonale zum Beispiel. Und wenn ich den Sichtschutz dann direkt an den Sitzplatz rücke, dann muss der nicht so hoch sein. Das ist eine einfache geometrische Beziehung, die Sie in der Grafik links dann sehen. Also Sichtschutz an den Sitzplatz rücken, dann kann der niedriger sein. Und Blickbeziehungen zu schönen Elementen in der Umgebung freistellen. Und dann wird die Grenze dieses Gartens wirklich sehr undeutlich und dann sehe ich gar nicht mehr, wie klein der ist. Das ist jetzt mein Beispiel.
ein wirklich sehr kleiner Garten, so der deutsche Normalgarten im deutschen Normalneubaugebiet. Und da sehen Sie die Diagonale, Sie sehen die geschwungene Linie, Sie sehen den Sichtschutz direkt am Sitzplatz. Was wir da genutzt haben, sind Weiden. Die steckt man einfach in die Erde und die wurzeln dann an. Man muss in der Pflege ein bisschen darauf achten, dass die das auch schaffen und nicht vertrocknen. Und so ein Sichtschutz funktioniert sofort. Da muss man nicht warten, bis diese heckenartige Struktur hochgewachsen ist. Die ist einfach sofort da. Im ersten Jahr ist das noch ein bisschen durchsichtig. Ab dem zweiten Jahr ist das dann auch richtig dicht. Und was sich dann wirklich anbietet, ist mit einer Messlatte mal durch den Garten zu gehen und richtig zu peilen, wie hoch muss denn der Sichtschutz sein. Und was dann immer wichtig ist, dass ich die Fenster der umgebenden Häuser von meinem Sitzplatz aus nicht mehr sehe. Weil Fenster wirken immer wie Augen. Und wenn ich dann einen Sitzplatz schaffe, von dem aus ich keine Fenster sehen kann, dann fühle ich mich nicht mehr beobachtet, dann fühle ich mich geborgen. Und dann habe ich tatsächlich dieses ausgewogene Verhältnis von Geborgenheit und Weite, einen Platz, der geschützt ist von den Blicken der Nachbarinnen und Nachbarn aus den Fenstern und aus der Straße, aber den weiten Blick über die Grenze des Gartens hinaus. Das ist das, was es zu finden gilt und was tatsächlich in den meisten Gärten, auch kleinen Gärten, zu finden ist. Das ist hier jetzt mal so ein typisches Beispiel, perfekt aus Bayern. Die Dorfkirche, die würde ich natürlich nie wegpflanzen mit einem Sichtschutz, sondern immer quasi in den Garten holen. Wenn zwei Nachbarfamilien beide ihren Garten im ähnlichen Stil anlegen wollen, hier naturnah, dann ist das auch eine wunderbare Möglichkeit, den Garten zu vergrößern. Weil wenn die Gärten ähnlich aussehen und die Grenze auch nicht so ganz deutlich ist, dann ist der Garten plötzlich optisch gesehen doppelt so groß. Diese Möglichkeit haben nicht alle, aber wenn es sie gibt, sollte man die auf jeden Fall ergreifen. Eine weitere Möglichkeit, die Grenze zu verundeutlichen, ist, den Garten in der Höhe wie eine Schale zu modellieren. Ja? Also Sie sehen hier in diesem Foto sehen Sie die Grenze des Gartens nicht. Die ist ungefähr da, wo die Blumenesche ist. Weil der Garten da so leicht ansteigend modelliert ist, ist die Grenze hinter diesem kleinen Hügel. Und dann sieht man sie überhaupt nicht. Man weiß gar nicht, wo ist der Garten eigentlich zu Ende. Hat das Gefühl, der geht ewig weiter. Das kann man auch mit Trockenmauern machen, einen Senkgarten gestalten. Dann sieht man ja auf der höheren Ebene, da ist noch was, aber man sieht nicht so richtig, wo der Garten eigentlich zu Ende ist. Und mit den Höhen zu spielen, das ist sogar günstig, wenn die Grenze unübersehbar ist, wie bei diesem Mini-Mini-Mini-Garten, 40 Quadratmeter Gartenhof oder Hof, das war einfach nur ein Hof, wo Fahrräder und Mülltonnen standen, bevor der umgestaltet worden ist, in der Kölner Innenstadt. Mit Trockenmauern, eine spannende Gestaltung, wird aus diesem tristen, asphaltierten Innenhof plötzlich ein ganz spannender Garten. Kleine Gärten haben auch Vorteile, und zwar erhebliche Vorteile, weil ich kann dadurch, dass die Fläche klein ist, mir viel leisten, was in einem großen Garten viel zu teuer wäre, nämlich eine hochwertige Gestaltung, hochwertige Materialien. Ich kann meine Terrasse wirklich mit dem teuersten Material, das sind hier Polygonalplatten aus Grauwacke, befestigen, weil der Garten ansonsten nicht viel Geld verschlingt, weil er eben nicht so viel Fläche hat. Und dann ist es natürlich wichtig, da werde ich im dritten Teil des Vortrags drauf eingehen, auch die Pflanzen sehr sorgfältig auszusuchen. Die sollten möglichst ganzjährig attraktiv sein. Ja, und jetzt gibt es noch die besonders trickreichen Tricks, optische Täuschungen. Ich kann auch mit optischen Täuschungen den Garten zumindest in einer Richtung betrachtet größer machen, indem ich die Zentralperspektive, zum Beispiel, indem ich die Zentralperspektive verstärke. Das kennen alle, die ins Theater gehen, die in die Oper gehen, wenn sie so eine Bühne betrachten. Die steigt oft nach hinten an
Und dann sind oft am Rand säulenförmige Elemente oder so. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie, dass diese Säulen nach hinten immer kleiner sind. Ja? Und dass auch die Abstände von den Säulen immer kleiner werden. Das heißt, da wird die Zentralperspektive, wenn wir irgendwo hingucken, dann sieht ja die Wand jetzt hier vorne, sieht ja ganz groß aus und nach hinten wird sie immer kleiner. Und wenn ich die Wand jetzt aber, die ist natürlich überall gleich groß, das weiß ja unser Gehirn. Wenn ich die Wand dann aber nach hinten wirklich niedriger mache, dann sieht der Saal viel größer aus, als er in Realität ist. Weil unser Gehirn das quasi immer auf die Normhöhe rechnet. Das weiß, Säulen sind immer gleich hoch. Wenn diese Säulen aber nach hinten niedriger werden, dann wirkt dieser Saal in dieser Richtung betrachtet plötzlich größer, als er ist. Und damit arbeiten die Bühnenbildner. Und damit können wir auch im Garten arbeiten. Hier ein Beispiel. Ein relativ langer Garten, so ein typischer Handtuchgarten, in drei Räume unterteilt, aber trotzdem sehr klein. Und den habe ich gestreckt, indem die Sichtschutzwände, das waren diesmal nicht lebende Weiden, sondern tote Weidenzweige, also ein Weidenflechtwerk, indem die Pfosten der Sichtschutzwände vorne höher waren oder höher sind als hinten und die Abstände hinten kleiner als vorne. Vorne ist die wassergebundene Wegedecke mit einem groben Kies abgestreut und hinten ist sie mit einem feinen Kies abgestreut. Und auch die Abstände der Betonplatten werden nach hinten um wenige Zentimeter kleiner. Das streckt den Garten in der Blickrichtung aus dem Wohnzimmer hinaus. Hier sehen Sie das. Sie sehen auf dem Foto nicht, dass die, also auf dem unteren Foto, dass der Weidenparavent hinten niedriger ist als vorne. Und das gleicht unser Gehirn aus und dadurch wirkt der Garten viel größer, als er in Wirklichkeit ist. Also mit solchen optischen Täuschungen kann ich arbeiten. Das ist ein sehr schönes Projekt. Dieses Konzept habe ich mit der Kundin in einer Stunde gemeinsam entwickelt. Eine Viertelstunde war lange Zeit mein Geschwindigkeitsrekord. Die hat diese Weidenparavents selber gemacht und das ist mal so ein Beispiel, wie man die beranken kann. Die malt auch selber, ist Künstlerin und hat dann ihren Garten gemalt. Ja, das ist dann natürlich auch ein schönes Kompliment für mich als Planerin. Hier habe ich das jetzt mal mit Narzissen gemacht. Sie sehen in dem Bild rechts unten, da ist die größere Narzissensorte vorne und die kleinere Narzissensorte hinten und links oben ist es genau umgekehrt. Das ist dieselbe Strecke, die da fotografiert ist, nur andersrum. Und Sie sehen, wie unterschiedlich die Entfernung aussieht. Und das sind die Pärchen, also es müssen keine Pfosten von Paravents sein. Das können auch einfach Pflanzen sein, mit denen ich den Garten strecke. Schneeglöckchen und Märzenbecher zum Beispiel. Eine weitere Möglichkeit, den Garten größer erscheinen zu lassen, ist die Luftperspektive zu verstärken. Sie kennen das, wir kennen das auch aus Bildern. Sie kennen es auch, wenn Sie durch die Landschaft gehen. Das, was hinten ist, das erscheint immer so ein bisschen pastelliger und ein bisschen bläulicher. Das kann ich auch im Garten verwenden in dieses Prinzip der Luftperspektive, indem ich vorne die knalligen, starken Farben nehme und hinten dann eher die schwachen, pastelligen Farben. Und das sind jetzt mal die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die wichtig sind, wenn ich eine kleine Fläche größer erscheinen lassen will. Ja. Jetzt möchte ich noch zum Schluss etwas zum Gestalten mit Pflanzen sagen. Und als erstes fallen uns da ja immer die Blütenfarben ein. Es gibt auch noch andere Dinge, mit denen wir gestalten können. Wir haben es jetzt ja auch ein bisschen gesehen, so Linien, Blickbeziehungen, Wege, Wegematerialien. Aber das Wichtigste sind immer die Farben. Und das einfachste Prinzip, ein schön gestaltetes Blumenbeet zu planen und zu pflanzen, ist, eine Blütenfarbe rauszunehmen.
Also ich muss mir jetzt gar keine großen Gedanken machen. Ich kann mich einfach nur entscheiden, eine Blütenfarbe rauszunehmen. Das sehen Sie jetzt mal hier bei dem Bild, was da Monet von diesem Deich gemalt hat. Einmal sehen wir da, was für tolle Wiesengesellschaften es früher auf den Deichen gab. Die Deiche sind ja auch jetzt bei uns oft letzte Reste von artenreichen Wiesengesellschaften. Das sieht man auch auf diesem Bild. Und wir sehen, der Monet hat die Farben so ein bisschen geordnet. Rechts vorne ist blau-gelb und links ist eher blau-rot. Und nach hinten wird es dann wieder pastelliger. Und so kann ich eben auch relativ einfach Blumenbeete schön gestalten, indem ich nicht bunt alle Farben nehme, sondern mindestens eine Farbe rausnehme. Ich kann mir das natürlich auch ein bisschen genauer noch überlegen. Was uns da einfällt, ist der Farbkreis von Goethe. Das hier ist tatsächlich die Abbildung, die Goethe selber wohl gemalt und beschrieben hat. Das haben wir alle in der Schule gelernt. Goethes Farbtheorie stimmt nicht ganz. Wenn Sie sich für Farben interessieren, dann empfehle ich Ihnen dieses Buch von Herrn Küppers, Einführung in die Farbenlehre. Da kann man sehr gut verstehen, wie das menschliche Farbensehen entsteht und dass eben Goethes Farbenlehre noch nicht ganz bei der Realität angekommen ist. Aber was ich mir zumindest von Goethe abschaue, das ist, dass er gesagt hat, Farben haben verschiedene Stärken. Ja, also Gelb und Rot und Orange erscheint uns viel stärker als blaue und pastellige Farbtöne. Und Goethe hat gesagt, dass dann ein Bild harmonisch ist oder eine Gestaltung harmonisch ist, wenn ich die starken Farben zurückhaltender verwende als die schwachen Farben. Also bei meinem Bild hier, bei Monet, mehr Blau und weniger Gelb. Dann gibt es eine harmonische Zusammenstellung. Ja, was ist eigentlich Gestalten? Da habe ich mal einen wunderbaren Satz gelesen, den ich gerne auch weitergeben. Gestalten ist das Schaffen einer erkennbaren Ordnung. Wenn ich mir eine Ordnung vornehme und niemand kann sie erkennen, dann sollte ich vielleicht noch mal anfangen mit dem Gestalten. Und wir gestalten im Garten nicht nur mit Blütenfarben, sondern wir gestalten ja im Garten auch mit Zeit. Das ist was sehr Schönes in der Gartengestaltung. Das ist ja ähnlich wie Musik, dass sich die Gärten verändern. Von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Und da kann ich Einfluss drauf nehmen und da kann ich dann auch mit der Natur arbeiten. Also Zeitordnung findet sich als erstes in Blühkalendern. Wenn ich mir überlege, welche Farbklänge habe ich in den Blütenfarben oder auch in den Blattfarben über den Jahreslauf. Wie soll sich das auf die lange Sicht entwickeln? Und dann ordne ich den Raum. Das haben wir gerade gesehen, wie ich Räume so ordnen kann, dass sie Geborgenheit und Weite auch auf kleiner Fläche bieten. Und ich ordne den Rang. Ich biete dem Auge Punkte, die es zuerst sieht, die es anziehen und die das Auge über die Fläche führen. Und dann entsteht der Eindruck einer guten Gestaltung, wenn ich dem betrachtenden Auge eine erkennbare Ordnung biete. Und die Blütenfarben sind das, was uns immer als erstes einfällt. Es gibt aber viel mehr Strukturen, mit denen wir gestalten können, nämlich mit Blattfarben, mit Blattform, mit Pflanzengestalten. Gestalten, das sind hier jetzt zwei Beispiele, die Sie da sehen. Die prägnante Logoblume des Naturgarten e.V., die Karde, das ist eine Gestalt, die kann man einfach nicht übersehen, die drängt sich immer in den Vordergrund. Oder eben dieser schöne Kontrast von den aufrechten Königskerzen und den weniger starr wirkenden Gräsern. Beide Bilder zeigen auch nicht nur an den Sommer denken, nicht nur an die Blütenfarben, sondern auch an den Winter. Immer für
den Winter gestalten, habe ich interessante Bilder auch im Winter in meinem Garten. Ja, da geht es letztendlich immer um Beziehungen, auch bei Gestaltung. Kontrastiere ich etwas oder gibt es gleitende harmonische Übergänge? Und diese Beziehungen, die können auf der Fläche wiederholt werden, die können gesteigert werden, die sollten in einem schönen Rhythmus auf der Fläche zu finden sein und man kann sie dann auch noch differenzieren. Beispiele dafür ist jetzt dieser Kontrast zwischen den starren Blättern der Iris und den ganz leichten Blüten des Nelkenleimkrauts oder des österreichischen Leins. Das ist diese Differenzierung, es ist quasi derselbe Kontrast, aber es ist mit anderen Pflanzen umgesetzt. Und wenn das dann auf der Fläche mehrfach auftaucht, dann gibt es diesen Eindruck der erkennbaren Ordnung. Die markanten Pflanzen nennen wir Leitpflanzen, das ist Ihnen vielleicht schon mal begegnet, Leitstauden oder Leitpflanzen. Und das kann je nach Größe des Beetes, kann das entweder eine markante Staude sein, wie hier die Iris. Es kann aber auch ein Gehölz sein. In einem Park sind das vielleicht die Bäume relativ zu den Strauchgruppen. Da werden immer wenige Exemplare in wohldurchdachter Anordnung auf die Flächen gebracht. Und in den Staudenbeeten, da gibt es dann noch eine Menge Begleitstauden. Die sind dann für die Zeitordnung zuständig, also für das Verändern der Flächen über den Jahreslauf. Da gibt es dann im Frühjahr vielleicht andere Farbklänge als im Sommer und im Sommer als im Herbst und im Winter dann nochmal andere Aspekte. Und da bringen wir mehrere Pflanzen, mehrere Exemplare auf die Fläche und die können wir entweder in Gruppen oder in Bändern anordnen. Und dann gibt es noch die dienenden Pflanzen, die Bodendecker oder die Füllpflanzen. Das sind hier zum Beispiel das kleine Habichtskraut oder die Kartäusernelke, die so als Streublümchen überall auftauchen können und die Flächen dann aber auch gut zusammenbinden. Ja, und welche Pflanzen eignen sich jetzt besonders gut für kleine Gärten? Welche Pflanzen bieten möglichst über das ganze Jahr interessante Aspekte? Da finde ich die Wildrosen und ihre Gartenformen besonders attraktiv, besonders die Wildrosenarten, die eine schöne Herbstfärbung haben und schöne Hagebutten, weil dann haben wir die Blüte, wir haben die Hagebutten, wir haben die Herbstfärbung. Und wenn es dann noch eine schöne Gestalt auch im Winter gibt, wie bei den Bibernellrosen oder den Essigrosen, dann bietet das wirklich das ganze Jahr über einen interessanten Aspekt. Ja, und es gibt auch kleinbleibende Gartenformen von Wildsträuchern, die eigentlich größer werden. Das hier ist der Zwergschneeball, Viburnum opulus compactum, auch eine Pflanze, die eine schöne Blüte hat, die schöne Früchte hat und eine schöne Herbstfärbung. Und die Ginsterarten bieten sehr viele Arten, die nicht zu groß werden. Also Ginster und Geißklee, die werden alle so zwischen 30 cm und vielleicht 2 Meter, beim Blasenstrauch vielleicht auch mal ein bisschen größer. Aber der schwarz werdende Geißklee zum Beispiel, der wird nie größer als hüfthoch. Man kann ihn sogar als kleines Bäumchen erziehen. Das sind sehr attraktive Pflanzen, weil es gibt auch frühblühende und es gibt spätblühende Ginsterarten. Und das sind richtig schöne Hingucker für kleine Gärten. Ja, und dann möchten wir natürlich auch unseren schönen großen Baum noch im kleinen Garten haben. Also da haben wir ja so ein bisschen angefangen bei den freistehenden Bäumen, zu denen wir gerne eine persönliche Beziehung entwickeln. Und eine Eiche wird nun wirklich zu groß für einen kleinen Garten, eine Birke auch. Das waren diese besonders attraktiven Pflanzen für die Insekten und deshalb ganz lange von den Fledermäusen umflogen. Aber wir können einmal kleinbleibende Bäume verwenden. Da ist die Blumenesche ein Beispiel, die kommt eher südlich vor, ist aber wahrscheinlich in Zeiten der globalen Erwärmung einer der Bäume,
die dann bei uns auch das heiße Klima aushalten. Das sind auch die Suchräume für attraktive Bäume, finde ich. Das sind die heißen Landschaften am Oberrhein, im Mainzer Becken und östlich vom Harz, wo es jetzt schon trocken heiß ist und wo wir dann Pflanzenarten finden können, die wir jetzt guten Gewissens im besiedelten Raum ansiedeln können. Dazu gehört zum Beispiel der Burgenahorn, das ist der kleine Baum links. Oben während der Vegetationsperiode und unten dann die schöne Herbstfärbung. Ein kleiner Baum, der an den Rheinfelsen, an den Felsen an Nahe oder Ahr vorkommt, auch im Mainzer Becken, und der wirklich trockenheiße Standorte gut aushält. Das ist jetzt der Baum, der im naturnahen Schaugarten in Berkum steht. Der ist jetzt vielleicht so 4-5 Meter hoch und steht da schon seit mehr als 20 Jahren. Auch die Bäume in der freien Landschaft werden nicht viel größer als 3-4 Meter, passen also gut auch in kleine Gärten. Und dann gibt es eine weitere Möglichkeit, zu einem kleinen Baum zu kommen. Das ist, einen Großstrauch aufzuasten. Also rechts sehen Sie einen Weißdorn, auch im naturnahen Schaugarten in Berkum. Da haben wir diesen Weißdornstrauch einfach von unten aufgeastet, also jedes Jahr immer wieder einen Ast unten entfernt. Fragen Sie sich vielleicht, ja, ist das nicht eigentlich Strauchquälerei, was wir da machen? Nur weil wir einen kleinen Baum haben. Aber da gucken wir nochmal in die beweideten Landschaften. Das sind jetzt Weideprojekte in Schleswig-Holstein und ich war doch sehr erfreut, dass ich in diesen beweideten Naturschutzgebieten in Schleswig-Holstein genau solche kleinen Weißdornbäume gesehen habe. Da haben dann halt die Galloways die Weißdornbüsche aufgeastet und haben diese kleinen Bäume erzogen. Also ein Einfluss, an den unsere Wildsträucher seit Jahrmillionen angepasst sind, weil Mitteleuropa ja immer ein beweidetes Land war, vor allen Dingen vor der letzten Eiszeit. Zur Zeit der letzten Eiszeit sind ja sehr viele große Pflanzenfresser ausgestorben, aber in der letzten Eiszeit und in der Zeit davor, also in dieser Zeit, wo unsere Artenvielfalt entstanden ist, da gab es immer große Pflanzenfresser, die eben genau diese Effekte bewirkt haben. Und ich denke, das ist auch wirklich die Blaupause für Pflege im naturnahen Garten, für biodiversitätsfördernde Pflege, wenn wir schauen, was passiert eigentlich auf beweideten Flächen. Was gibt es da? Da gibt es immer überständige Stängel, in denen die Tiere, die Insekten überwintern können, weil es in der Nähe der dornigen Sträucher eben weniger Beweidungsdruck gibt. Da gibt es eben so ein Beweiden von Gehölzen, das ähnelt dann fast schon einem Formschnitt, und es gibt das Aufasten. Es gibt quasi den Wiesenschnitt durch die Beweidung von solchen Wiesenflächen, und immer wieder können wir gucken, was gab es in dieser europäischen Naturlandschaft früher für Einflüsse und uns dann daran orientieren für unsere Pflegemaßnahmen. Also zum Beispiel nie alles abmähen, immer was stehen lassen. Das ist dann die biodiversitätsfördernde Pflege. Ja, und einige von Ihnen werden es wissen, was ich Ihnen jetzt hier vorgetragen habe. Das habe ich auch in einem Buch zusammengefasst, das vor kurzem endlich erschienen ist. Und damit beende ich dann meinen Vortrag und freue mich auf Ihre Fragen.